Herzlich willkommen in der Mühldorfer Alm beim Globus Warenhaus. Genießen Sie ein gutes Frühstück, ein herzhaftes Mittagessen oder einen gemütlichen Nachmittagskaffee. Samstags unterhalten wir Sie ab 11 Uhr mit Live-Musik und richten gerne auch Ihre Party oder Ihre Firmenfeier aus. Bei schönem Wetter auch im gemütlichen Gastgarten. Bis Ende Juni haben wir täglich für Sie geöffnet von 8 bis 18 Uhr. Im Januar hatten die Mühldorfer Trachtler ihren Maibaum in Starkheim geschlagen und ihn dann irgendwo hinter dem Globus Warenhaus versteckt. Wer ihn dann gestohlen hat, haben wir nicht rausgekriegt. Jedenfalls haben diese Diebe nicht genug darauf aufgepasst, sodass ihn die Maibaumdiebe durcheinander in ihren Besitz kriegen konnten. Die haben ihn nach Weidenbach entführt und wirklich gut darauf aufgepasst. Trachtlervorstand George Waldinger hat lang nicht gewusst, wo sein Traditionsstangerl ist. Nervös geworden ist er, als sich auch auf eine Anzeige in der Tageszeitung niemand zu diesem Frevel bekannt hat. Sogar die ausgelobte Belohnung hat keinen bewogen, sich zu stellen. Irgendwann sind sie doch gekommen, die Maibaumdiebe aus Weidenbach, und haben verhandeln wollen. Das ist wohl gut verlaufen, und so haben sie den Baum hergerichtet und brav zum 1. Mai Vormittag nach Mühldorf gebracht, wo ihn Stadt, Stadtkapelle und eine große Zahl Zuschauer schon erwartet haben. Die Trachtler und die Bürgermeisterin erwarteten den Baum schon, auf dem die Maibaumdiebe sich demonstrativ reinziehen ließen. Dort auf die kleine Insel neben der Innbrücke. Auf der Ladefläche des alten Feld natürlich ein bisschen Treibstoff. Noch ein kleiner Belastungstest? Nicht auszudenken, wenn der schlanke Baum jetzt nachgegeben hätte. George Waldinger besänftigte die Maibaumdiebe mit einem Obstler. Zum Wohl! Während die einen schnapselten, mussten die anderen arbeiten. Doch noch einen Spruch drauf. Der Meier will ein Stiers, was du lieber saugt, wie das Bier, ein Gickel mit Messer und Gobi frisst drauf, wenn Finster und Leute vergisst. Der sagt, das ist ein ganzer weißer Gasser, jeden Scheißdreck besser was. Ihr liebe Leute, das sind zum Weißen, das sind keine Menschen, das sind Preis. Los! Los! Die Trachtler hatten die Tafel schon aufgelegt und gleich angefangen, sie anzuschrauben. Die Stadtkapelle unterhielt derweil die vielen Zuschauer auf der anderen Straßenseite. Denen erklärte der Schorsch Waldinger den Weg des Maibaums und dankte der Dorfgemeinschaft Weidenbach, die alle zusammengeholfen haben, damit die Mühldorfer in den nächsten Jahren wieder einen Maibaum haben. Dann war zum ersten Mal Muskelkraft gefragt. Irgendschmalz, wie man so sagt. Der schwere Baum musste halt von der Lafette runter und in den Ständer rein. Erst aber noch die Kranzringe durch. Dann passt das so. Gut. Dann passt das. Gut. 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 Den Gewindebolzen hatten sie gleich drin. Durchgehen wollte er aber nicht so schnell. Ein bisschen auf wie hinter, ein bisschen um, nur ein bisschen. Dann war er durch und sie konnten die große Mutter draufschrauben. Die Damenwelt hatte da gut zuschauen. Während die Trachtler die Tafel angeschraubt haben, zeigten die Aktiven ihren Auftanz, begleitet von Norbert Neumann auf seiner Zirk. Inzwischen haben der Daniel, der Philipp und der Martin die Krone draufgesteckt und festgeschraubt und die anderen die Grenze festgehängt. Ein Prost drauf. Prost, das tut ja nicht Prost. Das ist der Mung nicht vergrabt, das ist die nicht schnappt, gell? Bürgermeisterin Marianne Zollner erklärte den Zuschauern, dass der Maibaum nicht rot-weiß ist, weil Mühldorf seit Jahrzehnten SPD-Bürgermeister wählt, sondern... Der ist deswegen rot-weiß, weil wir Salzburger Geschichte haben und die Salzburger Landesfarben sind rot-weiß. Und Mühldorf ist eben sehr lange salzburgisch gewesen, deswegen haben wir einen rot-weißen Maibaum. Sie dankte dem Trachtenverein und der Stadtkapelle für die Ausrichtung dieser Veranstaltung und besonders Norbert Neumann für die Unterstützung mit seiner Zirk. Damit wünschte sie den Mühldorfern einen schönen Mai und viel Vergnügen. Ein schönes Wetter, dass endlich Frühling wird und heute noch eine schöne Feier. Es dauerte eine ganze Weile, bis die Tafel angeschraubt waren. Trotz perfekter Vorbereitung, Elektroschrauber und genug Treibstoff.
Die Wartezeit verkürzte die Stadtkapelle und der Blick auf so manche stramme Lederhosen. Und die Trachtler mit ihrem Starpaar Jenny und Alexander. Dann hat der Michi erzählt, dass sie den Maibaum in Pollen gestohlen haben. Der Schorsch Waldinger hat gemeint, die Maibaumdiebe hätten ganz ordentlich Ablöse verlangt. Da war der Michi aber anderer Meinung. Also das ist zu billig. Wir waren mal human beim Verhandeln, das muss ich schon mal sagen. Weil es uns nicht darum geht, dass wir mir irgendjemanden aussacken oder um einen Haufen Freibier heimziehen, sondern uns geht es um die Tradition. Wir möchten, dass das ganze Dorf dabei ist. Wir möchten, dass da die Diebe, die Eigentümer von dem Baum mit involviert sind. Und dass wir das miteinander alles gemeinsam gestalten, dass das eine schöne Veranstaltung wird. Und deswegen wollten wir halt einfach, dass wir vorher auch was zum Trinken haben, so ist schon. Aber nicht, dass der Trachtenfeind von Mühldorf richtig bluten muss deswegen. Irgendwann waren die Vorbereitungen geschafft und es konnte losgehen. Erst noch ohne Hilfsmittel bis auf die Höhe der Stütze. Der Autokran im Hintergrund sicherte die Arbeit ab. Mit dabei Stadtrat Thomas Enzinger, der sich lieber ganz hinten hingestellt hat. Sie waren zwar viele für den schweren Baum, aber doch nicht genug. Da musste sogar Musiker Norbert Neumann mithelfen. Der kam über Michi, gab das Kommando. 1, 2, 3, ruck! Jawohl! Die Mühldorfer beobachteten das Schauspiel aus sicherer Entfernung. Die ersten Schweiberl ansetzen und anschieben. 2, 3, ruck! Ruck! Schorsch, das nennt sich Chefmontage, wenn die einen schauen und die anderen arbeiten. Das ist eine Chefmontage, genau. Aber wichtig ist immer, dass man gutes Fachpersonal hat. Dass die wissen, was tun. Da hat der Nachwuchs jedes Mal am 1. Mai Ausbildungstag. Aber wir stellen ja inzwischen nur jedes dritte Jahr auf, weil wir in Mühldorf bei uns in die drei Vereine, die einen Maibaum aufstellen, also KSK Nord-Mühldorf, die Mühldorfer und die Messlinger und dann der Trachtenverein. Und da haben wir gesagt, wechseln wir jedes Jahr ab, sodass jedes Jahr irgendwo anders der Maibaum aufgestellt wird. Passt ganz gut und wir nehmen uns die gegenseitig die Leute weg. Die Wiese unter dem Maibaum ist nicht eben und fällt zum Inn hin ab. Das machte es den Schweiberleuten nicht einfach, den Baum gerade anzuheben. Nach jedem Hub mussten die Schweiberl neu angesetzt werden. Für den Kranführer ein entspannter Nachmittag. Und für die Trachtler Gelegenheit zum Platteln. Eigentlich sollte der Baum nach oben und nicht zur Seite. Schweiberl nachsetzen und nochmal probieren. Seid ihr die beiden Stadtratsschweiberl? Ich bin schon Schweibi. Er ist der Niederschweiberl. Deswegen ist er am Gehren, weil er der Niederschweiberl ist. Deswegen ist der Baum ja gleich so weit hin. Aber wir haben besseren Schirm von denen, sagt keiner. Gell? Ja, jetzt muss man so ein wenig einbringen, das ist wie eine Stadtratssitzung. Sonst liegt er vor mir da unten der Baum. Also dann gleich nochmal. Die Damenwelt hatte es sich bequem gemacht und genoss die Frühlingssonne, die den Kampf gegen die Wolken inzwischen gewonnen hatte. Immer wieder ansetzen, hau ruck und schauen, was passiert. Die Bürgermeisterin blickte schon skeptisch auf das Geschehen. Und die zweite Bürgermeisterin auch. Und Stadtrat Oskar Rau auch. Wieder ging es quer statt hoch. Das galt es gleich zu korrigieren. Tagelang hatte es vorher geregnet. Die Wiese war nass und das machte es den Mannschaften schwer, Halt zu finden. Trotzdem ging es Hub um Hub aufwärts. Die langen Schweiberl haben selbst ordentliches Gewicht und erfordern Unterstützung. Das alles dauerte. Die Wartezeit verkürzte die Stadtkapelle. Trachtler-Chef Schorsch Waldinger passte auf, dass nicht zu viel Treibstoff floss. Langsam ging es in die Senkrechte.
Vorher aber noch ein Schnapserl. Haben die weniger Kraft da hinten? Ja. Da gehe ich mal da rum. Oder wird die Kraft da noch weniger? Michi, kannst du noch? Freilich, ja, ich weiß. Bei mir fällt es nicht. Der Zwiebelturm von St. Nikolaus konnte es schon kaum mehr erwarten. Immer wieder ging es eher quer als hoch. Langsam, ganz langsam ging es aufwärts. Je weiter sie in die Vertikale kamen, desto leichter ging es. So waren die letzten paar Grad schnell geschafft. Jetzt seid's aber schon ganz schön abgekämpft. Ja, ist ja klar, dass das von selber geht. Und wir hängen uns ja wenigstens ein, aber die Weidenbäcker, die brauchen den Baum nicht mehr stehen, weil sonst bringen wir noch gar nicht mehr Tee. Nochmal kurz ausgemacht, wie es weitergeht und dann die letzten paar Zentimeter. Auch wenn der Bierkasten das letzte Schweiberl doch immer ein bisschen gebremst hat. In der Wiese hat man die Strapazen angesehen. Je weiter es rauf geht, umso leichter wird er. Und dann war es geschafft und die Stadtkapelle spielte einen Tusch. Noch die Befestigungsplatten dranschrauben und den Baum gerade richten. Endlich steht da unser Maibaum. Das war halt wirklich schwere Arbeit und ich bedanke mich bei allen, die dazu beitragen haben, dass der halt aufgestellt werden hat. Und wir haben eine tolle Feier gehabt, auch wenn es ein bisschen lang dauert. Und ich freue mich, dass wir die nächsten 3 Jahre wieder unser Symbol, unser traditionelles Symbol, unser Mühldorfer Maibaum in den Farben Rot-Weiß da stehen. Die Stadtkapelle gratulierte mit dem bayerischen Defiliermarsch. Und die Trachtler schlossen die Feier mit dem Mühlradl ab. Da steht er also jetzt für die nächsten 3 Jahre, der einzig rot-weiße Maibaum in Oberbayern.